Ja moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute sollte eigentlich ein anderes Video kommen, aber ich dachte mir, hey, das Event ist draußen, ich habe es irgendwie verpasst, versemmelt, dass das heute rauskommt. Und deswegen, ja, machen wir hier nochmal ein Cyberdrachen-Deck-Profile für das N&R-Festival. Auch hier mit dem Deck wollen wir natürlich Going Second gehen. Wir haben ja relativ viel Zugriff auf gute Cyberdrachen-Karten. Wir können hier Cyberdrache Herz spielen, natürlich dreimal, sehr wichtige Karte. Wir können Cyberdrache Nächster spielen, auch sehr gute Karte, die auch in jedem Cyberdrachen-Deck gespielt wird. Wir spielen aber auch noch sowas wie Chronomaler Goldjet. Einmal pro Spielzug, du kannst die Stufe aller Chronomalen Monster, die du derzeit kontrollierst, um 1 erhöhen. Ja, dann ist er Stufe 5, können wir mit ihm easy in der Xyz gehen. Wir gehen hier hauptsächlich auf Xyz 5. Ja, macht das Deck halt einfach sehr gut spielbar. Ist auch hier wieder Going Second, also nicht Going First, was das Deck auch nochmal ein bisschen besser macht, falls man den Münzwurf sehr oft verliert, so wie ich. Wir spielen auch noch Cyberdrache 3 natürlich. Wir brauchen hier halt natürlich noch ein paar Cyberdrachen drin, einfach damit das Deck ein bisschen stimmiger läuft. Wir haben hier natürlich noch die Ikone selbst drin, den Cyberdrachen. Wir spielen auch den Toon Cyberdrachen, der hat einfach denselben Effekt wie der normale Cyberdrache, ja. Dass man specialen kann, deswegen haben wir den drin. Wir wollen ja viel beschwören. Wenn wir Second gehen, ja, können wir wahrscheinlich eh beschwören. Wir spielen aber auch noch den Sonnenwindjammer. Auch hier wieder ein Stufe 5 Monster. Wir können die Spezial beschwören, falls wir keine Monster kontrollieren. Dafür werden die ATK und Death halbiert, aber ja. Ist einfach nur dazu da, um den wegzuexilen. Wir spielen auch noch Blitzeinschlag, Raigeki ist ja nicht erlaubt und ja, wir dürfen ja nur Rare oder Normal Cards nehmen. Deswegen Blitzeinschlag, Karte abschmeißen und alle Monster, alle offenen Monster zerstören vom Gegner, ja. Übelst easy, ist ja auch wieder interessant, weil wir Second gehen. Wir spielen natürlich auch noch Cyber Reparatur Werkstatt, ich denke, da gibt es auch nicht so viel dazu zu sagen. Genau wie Cyber Drehsystem ist einfach eine Wiedergeburt für die Cyberdrachen. Wir spielen natürlich auch für die Backrow Mystischer Raumtyphon. Bietet sich hier halt super an. Zwillingstwister und sowas ist ja nicht erlaubt. Wir spielen auch noch Nageldecke. Sehr, sehr starke Karte. Hat auch wieder im TCG, sag ich mal, Fuß gefasst. Die wurde ja lange Zeit gar nicht mehr gespielt. Und dann kamen sie wieder rein. Die hat einfach den netten Effekt, wenn vier oder mehr Monster auf dem Spielfeld liegen, zerstöre alle offenen Monster. Das heißt, wenn der Gegner ein bisschen overextended oder ich sag mal, der pendelt, Pendel 4 Monster raus, können wir die aktivieren und alle seine Monster zerstören. Sehr, sehr gute Karte. Ich muss aber noch gucken, ob die wirklich so gut funktioniert, weil bei dem N&R Festival, ich weiß nicht, ob die Gegner da so viel specialen. Es gibt Decks, wo wirklich viel gespecialt wird, aber ich habe jetzt ein paar Matches gemacht und da war das eher, naja. Deswegen muss ich die hier noch ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber an sich gute Karte. Wir spielen auch noch Verschwundener Wind. Wir können offenes als spezialbeschworenes Monster wählen. Die ATK werden halbiert und auch die Effekte werden annulliert. Und wenn wir Monster vom Extra-Deck beschwören oder wenn Monster vom Extra-Deck beschworen wird, dann können wir die wieder vom Friedhof setzen. Wird aber dann gebannigt, wenn sie Spielfeld verlässt. Auch sehr nett. Und wie gesagt, bei den Fallenkarten bin ich noch ein bisschen am Testen, ob das wirklich so funktioniert. Aber ich meine, die kann sehr gut funktionieren. Vor allen Dingen fürs Grindgame ganz nett, weil wir die halt zweimal benutzen können. Wir spielen auch noch kybernetischer Überfluss, weil, ja, Cyberdrachen gibt es eigentlich auch nicht so viel dazu zu sagen. Wir haben hier noch DNA-Operation drin. DNA-Operation einfach aus dem Grund, weil wir den Chimera-Tech Festungsdrachen spielen. Da können wir auch Monster vom Gegner nehmen, aber wenn der keine Maschine hat, dann ist es ein bisschen blöd. Deswegen nehmen wir DNA-Operation, sagen dann, okay, alle Monster werden auf dem Spielfeld Maschine und bieten dann Gegnermonster als Tribut für die Beschwörung an, für den Guten. Wir spielen auch noch hier unten Barbaroid. Warum spielen wir den? Man braucht hier 5 Roid-Monster vom Typ Maschine, die haben wir ja nicht. Aber wir haben Zugriff auf Cyberdrache Nova. Der ist nämlich nur eine Rare und wenn der zerstört wird, können wir ein Fusionsmonster vom Extra-Deck beschwören. Und ja, da bietet sich halt Barbaroid sehr, sehr gut an. Vor allen Dingen hat er 4000. Diese Karte kann während jeder Battle Phase einen zweiten Angriff durchführen. Ja, kann zwar nicht direkt angreifen, aber naja. Wie gesagt, bietet sich halt am besten an für den Cyberdrachen Nova in dem Event. Wir spielen auch noch den Vulkasaurier. Außer nettes Effektmonster, auch wieder hier Rank 5. Bietet sich halt auch hier extrem gut an, hat halt auch 2,5.
Und ja, wir spielen hier noch Dick Vorzack. Auch sehr, sehr schöner Beatstick. Braucht halt drei Monster der Stufe 5. Aber ich denke, das sollte gar kein Problem sein in dem Deck. Wir haben hier auch noch Haifestung. Auch einen netten Effekt, dass man nur ihn angreifen kann. Ja, so ein bisschen für Protection. Wir spielen natürlich auch den Favoriten hier wahrscheinlich im Extra-Deck, den Cyberdrachen Nova. Extrem gute Karte. Und das, ich finde, die Karte macht erst das ganze Deck spielbar, dass der überhaupt erlaubt ist. Deswegen hier auch unbedingt dreimal spielen und zweiköpfiger Ärgerknöchel. Habe ich jetzt nicht so oft benutzt, aber naja, wir müssen ja das Extra-Deck vollkriegen. Ja, so viel gibt es jetzt auch nicht zu sagen. Wie gesagt, auch hier nochmal an der Stelle, das ist ein Going Second Deck. Also am besten nicht Going First gehen. Kann man natürlich auch machen, aber wie gesagt, lieber Going Second. Ich hoffe, das Deck hat euch gefallen. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Und wenn ihr noch ein paar Decks für das Festival haben wollt, könnt ihr es gerade in die Kommentare schreiben. Dann werde ich mal rumsuchen, was es da so gibt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.